Und damit herzlich willkommen zum heutigen Monster Hunter DSC Part. Zusammen Hallo. Mit dem Kai, der jetzt auch endlich als Avatar mit dem Bild ist. Hallo. Jetzt kann ich auch in dich reinzoomen. ich komme gleich zu dir runter, zu dem Flammen-Espinas. Ich zeige übrigens hier die Fotos, die wir heute gemacht haben, beziehungsweise zu diesem Zeitpunkt noch nicht gemacht. Und ich muss jetzt erstmal Fassbomben holen. So, und schon habe ich meine Amalpantex und meine Fassbomben. Ich packe meine Fassbomben einfach schon mal in den Sand. Guck mal, sie sind so friedlich, wenn sie schlafen. Meinst du nicht auch? Ja, ist so putzig, wenn er schläft. Soweit er wach ist, ist er nicht mehr so. So, wo hast du deine Fassbomben aufgestellt? In seinem Kopf. Es war übrigens nett, dass die hier direkt auch noch Diamantsamen verteilen, ne? Mhm. Aua! Jetzt hast du mir damit... Ja! Er hat dich gehauen, während er geschlafen hat. Ja! Okay, das ist gut. Okay, dafür kriegst du weiter Munition. Es gibt übrigens jetzt auch Deko-Waffen. Deswegen sieht meine Waffe... Ich habe eigentlich die Kriegswaffe an, aber deswegen sieht man das jetzt nicht. Und damit ist er wach. Ich wünsche dir viel Spaß im Nahkampf. Hab ich doch immer. Vergiss die Fotos nicht. Das ist ja schon beim Magna schief gelaufen irgendwie. Ich habe ja kein gutes Foto von Magna gekriegt. Bei den Rettheiden hast du es auch nicht geschafft. Das ist allerdings auch wahr. Die Rettheiden war auch kacke zu fotografieren. Also das ist die zweite DSC-Welle, die wir jetzt hier aufnehmen, Leute. Aua. Und das Vieh ist als ob das Ding auch noch Verteidigung senken hat. Was messen, wieso wir Diamantsamen gekriegt haben? Die waren nicht ohne Grund in der Kiste. Darf ja hoffen. Der Schweif gehört ganz allein dir, da mische ich mich gar nicht erst ein. Ich versuche nur gerade einen vernünftigen Angriffswinkel auf den zu kriegen. Kannst du das nochmal machen? Ja, das finde ich sehr nett. Vor allem, ich finde den Angriff so nice, du kannst ihm doch easy ausweichen. Wie lange hat der jetzt geladen? 10 Sekunden? Also als ob du dem Angriff nicht entkommst. Außer wenn du gelähmt bist. Das war jetzt der Nahbereichsangriff. Vielleicht kann der den auch auf Distanz abfeuern. Dann wird das du stehst hier so schön! Dann wird das deutlich schwieriger, dem auszuweichen, wenn er den auch auf Distanz abfeuern kann. Ein Heiligscheiden-Kombo. 3000 Schaden. Kabul. Hilfe, 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 lass mich. Zweites Foto. Also der zweite Espinas ist genauso nervig wie der erste. Ich komme damit eigentlich ganz gut zurecht. So ich meine von den Effekten her. Ich hasse das, wenn du vergiftet bist und gleichzeitig auch so gelähmt. Also bei ihm ist keine Lähmung da, aber das Verteidigung runter finde ich auch nicht so toll. Gar nicht nachvollziehbar. Ach, ich liebe freie Mahlzeit in Kombination mit Wirkungsbereich. Ah, ich treffe trotzdem noch! Mir unterbricht er meine Combo.
Bleib stehen. Ich will dich aufschlitzen. Komm runter. Ich würde sagen, der ist fangbereit. Der ist reitbar. Einer. Da hinter dir sind die Käfer, ne? Hm. Aber ich hab ja Zeit. Ja, kann. Was fehlt? Feuer gebrannt. Ja, ich hab ja ein bisschen. Volltreffer! Warte, das hat ihn nicht umgeworfen? Nicht solange ich noch einen Käfer hab. Nee, normalerweise fallen die doch um, wenn du die in die Explosionskäfer reinrammst. Und jetzt ist er gelähmt. Hier, kriegt mal Dämon von mir. Ach, verdammt. Ganz getroffen. Ach, verdammt, ich hab den falschen. Ja, bleib ruhig so stehen! Kann ich super meine Weifermunition nicht reinschießen. Wenn ich jetzt auch noch mal hier extra Schuss bekäme, während ich Weifermunition verballer, ne? Danke für den Schritt, den du nach rechts gemacht hast. Wir sind die Eisbombe gelaufen. Einen Moment, Leute, sofort wieder da. Ich will mal kurz die Aufnahme neu starten, da war irgendein Fehler gerade. War auch nur eine Sekunde, wo ich die Aufnahme eben pausiert habe. Ihr habt nichts verpasst, Leute. Aus! Geht, der kann ja doch noch. Mach deinen Ladeangriff! War ein gutes Foto! Ich hab nur noch eins. Kann ja auch noch. Ist kann ja noch die Berührung vergiften. Ich habe ein Foto davon, wie er dich umbringt. Das war nicht beabsichtigt. Ich wollte eigentlich einen Knopf machen, aber ich stand noch im Explosionsradius. Der bewegt sich dabei, ne? Ja, das habe ich auch gemerkt. Und ich bin weggelaufen und ich habe gedacht, ich wäre schon außerhalb des Explosionsradius. Nee, die hat selbst mich fast noch getroffen. Endlich, beim Pfeifen Schuss habe ich mal extra Schuss erhalten. Das war das Horn, das war sein Gesicht. Du hast doch auch noch Fallen. Möchtest du die nicht setzen? Aua. Aua. Nein, lass mich. Ich schmecke nicht. Also ich habe meine drei Fotos schon verballert. Zu diesem Zeitpunkt. Ich habe eins. Da hat er mich getötet. Aber da sehe ich auch nur eine Feuerwolke. Ist das nicht perfekt? Aua. Und Diamantsamen. Der schreit zweimal, ne? Nee. Kannst du einen Schritt näher kommen? Bitte. Nur einen einzigen Schritt. Abgetroffen, danke. Autsch! Wieso explodieren die mehrmals die Feuerkugeln? Das habe ich auch gerade abgekriegt. War auch verwundert von. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Danke. Er bewegt sich nicht. Ja, da muss man reinjieten. Reinjieten! Los! Der hatte gerade schön Donnerpest drauf, deshalb sollte er stehen bleiben, damit der Sakura ihn vernünftig trifft. Nein, komm hier hin! Ich will treffen. Ich habe schon gerade so mega Glück mit dem Extraschuss beim Weifernfeuer. Jetzt komm hierher. Ich will keine Munition verschwenden. Danke. Oh, beide Flüge gleichzeitig. Jetzt fehlt nur noch Rücken und Schweif. Das heißt, du hast deinen Job noch vor dir. Ich arbeite dran. Es ist nur nicht so ganz einfach, wenn der sich die ganze Zeit dreht. Das war Rücken! Ich habe meinen Job erfüllt. Was habe ich für einen Effekt da oben? Ach, du hast auch eine Schockfalle mal gesetzt. Na, ich gehe mal weg, ne? Alter, diese Explosion ist gewaltig. Ja, da kommt noch einer. Ja, aber der ist mal so groß. Der ist so grob geschätzt.
sollst ja rüberkommen, du sollst in die Falle kommen. Halt still. Lass mich nicht mit Dämon beschießen, Kai. Ich hab nur einen Angriff drauf. Zack! Oh, perforieren, so schön mit Rockschuss. Wow, keiner meiner Hits hat getroffen. Ich habe noch eine Fallgrube. Ach, jetzt hast du eh deine Chance. Ich habe meine Detonationsmunition noch gar nicht verschossen. Der Extraschuss aktiviert sich aber viel zu häufig. Lass mich, guck da rein. Einfach das erstbeste gerade genommen. So, ich nutze die untergehende Sonne mit aus. Dann sind meine Schüsse nämlich alle so, dass sie den auch umwerfen können. Für die, die nicht wissen, was dieser Kreisbomb mir bringt. Intens feigt, ne, Kai? Hilfe! Was war Feuerkugeln? Im Übrigen, wir wissen jetzt schon, dass mit diesem DLC auch ein neuer Drachenältester dazu gekommen ist, Leute. Das wird noch mal lustig. Der Kai, der freut sich schon drauf. Das ist zwar noch der angenehmste von den Drachenältesten, finde ich. Und zumindest der, den ich jetzt sehen und den ich momentan sehen kann. Du hast einen Free Hit auf den Schweif. Drachenälteste, so finde ich schon eklig. Ich glaube an dich, Kai. Der hatte seinen Flügel da drauf, der war nicht schön zu treffen. Kann ansonsten eben kurz eine Schockfalle holen gehen. Ja, passt schon. Wenn du unbedingt den Schweif haben willst. Komm mal hier rüber in die Wasserbombe. Du sollst mich nicht mit der Feuerkugel abschießen, du sollst in die Wasserbombe laufen. Also der Flammen-Espinas ist auf jeden Fall schlimmer als der normale. Obwohl, beim normalen finde ich es ekelhaft, dass der einen nebenbei auch noch lähmt. Mm. Aber den Angriff, den mag ich genauso wenig. Der sieht mega cool aus, aber ich will den nicht abgeben. Sind im Übrigen, wovon ich gerne ein Foto gehabt hätte, kriege ich wahrscheinlich nicht mehr. Also, wenn nur noch für mich privat. Während der den in der Luft abfeuert, den Schuss. Mm. Das finde ich cooler als diese Riesenexplosion. Bitte lass mich, bitte lass mich, bitte lass mich. Ich muss heilen. Wir können verhandeln, Espinas. So Leute, ihr könnt jetzt noch Wetten abschließen. Wird Kai es noch schaffen, den Schweif abzutrennen? Ich hoffe, dass ich das schaffe, aber ich glaube nicht mehr dran. Ist fangen bereit. Katze, mit! Benno, ich wollte ihn eigentlich noch abhaben, aber kann nicht alles haben. Tja. Ihr wollt seinen Schweif nicht abgeben. Oh, sie sehen so friedlich aus, wenn sie schlafen. Ja, Leute, das war der Flammen-Espinas. Wir haben noch ein paar DLC-Monster wie beim letzten Mal vor uns. Und ich hoffe, dass euch der heutige Part gefallen hat. Im Übrigen, von Kai soll ich noch fragen, ob ihr den Avatar so in Ordnung findet, wie er ihn jetzt gerade hat, oder ob ich ihn auch so dämonenartig wie bei mir machen soll. Beziehungsweise ein bisschen spezieller. Weil den hat er von mir. Ha, ich habe sogar die... Oh, der hat sogar eine spezielle Hülle. Die habe ich auch bekommen. Also diese Frage mal auch in die Kommentare, da könnt ihr ja mal eure Meinung einschreiben. Bis dann, tschüss!